Hallo und herzlich willkommen zu Tab, Tablet Beyond. Ich habe heute den Tom dabei. Hallo. Und wir haben jede Menge neues Zeug. Und yeah. Warum wir das haben, seht ihr nach dem Intro. Diese Sendung wird präsentiert von www.taschengelddieb.de. Kauf bei Taschengelddieb. So, hallo. Wir haben jede Menge neue Sachen und zwar... Es ist Weihnachten. Und jetzt kommt ja dann dieses, wie Blood of Baal oder was ist das? Ja, ich glaube Blood of Baal. Blood of Baal raus und da spielen ja quasi, da kämpfen ja die Tyranniden gegen die Blood Angels oder andersrum. Und wir wollten mal wieder neue Armeen aufbauen. Und jetzt ist es so, vorab gleich mal ein Disclaimer, diese Sendung ist unterstützt vom Taschengelddieb. Der Taschengelddieb hat uns das alles gesponsert, damit wir für euch eine Videoreihe machen können, wie man neue Armeen aufbaut und alles drum und dran. Das heißt, das hier ist nur möglich, weil der liebe Taschengelddieb uns das gesponsert hat und das ist auch wieder nur möglich, weil ihr so fleißig beim Taschengelddieb einkauft, am besten natürlich über meinen Affiliate-Link, der unten steht, da wo ich eine kleine Provision kriege, ihr aber nicht mehr zahlt, weil der Taschengelddieb... Der Taschengelddieb natürlich sagt, wenn sich das auch rentiert und wenn das alles klappt, dann kann er uns weiterhin unterstützen, dass wir für euch so tolle Videos machen. So, jetzt sehen wir schon, wir haben hier Tyranniden und Blood Angels, was haben wir vor? Wir haben gesagt, wir machen jetzt eine Videoreihe, jetzt auch passend zu dem Blood of Baal. Genau. Ein bisschen, wie man mit Warhammer 40k anfängt, oder? Genau, also so. Erstens haben wir natürlich zwei Armeen genommen, die wir noch nicht haben. Genau, also nicht im Kanal sind. Genau, coole Marines-Armee und Tyranniden. Mhm. Ich finde, das sind beide sehr, sehr coole und schicke Armeen, die ja durch das neue Psychic Awakening, also Blood of Baal, ja beide auch Buffs bekommen. Also die Armeen werden ein bisschen gestärkt. Punktemäßig ist Chapter Approved auch was passiert. Und jetzt wollte man nicht jeder sie einfach 2000 Punkte irgendwas kaufen, sondern haben wir uns gedacht, fangen wir doch an, so wie man anfängt, wenn man gar nicht weiß, was man macht und was man tun sollte. Genau, oder wie man am besten mit Warhammer 40k anfangen kann, seine Miniaturen zu sammeln. Jetzt haben wir uns gedacht, es bietet sich an, Warhammer Games Workshop hat jetzt diese super tollen Starterboxen. Und die sind relativ preislich okay. Ich glaube, da kostet eine Starterbox kostet 65 Euro ungefähr. Und das kann man sich mal leisten am Anfang. Jetzt braucht man natürlich zu seiner Armee den passenden Kodex dazu. Genau. Der kostet nochmal um die 20 Euro. Das heißt, mit 85 Euro, Entschuldigung, mit mein Tee, der ist so... Ja, ein bisschen Farben und Zeugs. Also genau. Für 100 Euro kann man sie mal über die Weihnachtsfeiertage eindecken, dass man ein bisschen was zu tun hat. Genau. Also, und jetzt ist so, unser Plan ist jetzt quasi, um das schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, wir starten jetzt quasi mit einer Starterbox. Bauen uns die Armeen zusammen. Ich habe heute Nachmittag, also es hat nicht mal einen ganzen Nachmittag gedauert, meine Tyranniden komplett zusammengebaut. Der Tom hat seine Box gerade jetzt erst erhalten, der hat sie quasi noch nicht zusammengebaut. Genau, ich habe jetzt gerade vor 5 Minuten den Panzerschutz zusammengeklebt. Genau, hast du. Wir sind natürlich schon etwas erfahren in dem. Ja, also... Wir werden das aber ein bisschen erklären, was man da so macht. Ich habe heute komplett den Zusammenbau meiner Jeansdealer und des, wie heißt der? Brutlord gefilmt. Da wird ein kleines Anfänger-Tutorial auch kommen. Wie gesagt, es wird eine komplette Videoreihe. Da soll richtig viel, so viel wie wir schaffen. Und momentan haben wir, vielleicht geht jetzt wieder ein bisschen mehr. Jetzt haben wir Urlaub, gucken wir mal. Genau. Machen wir Videos. So, der Start ist jetzt quasi, wir starten beide mit einer Starterbox. Bauen die auf, malen die an, machen vielleicht auch das ein oder andere Bemal-Tutorial dazu. Und lassen die Starterboxen erstmal gegeneinander antreten. Als nächstes gibt es dann für jeden von uns zusätzlich, ich für die Tyranniden, du für die Blood Angels, die Battle, wie heißt sie? Battle Force. Die Battle Force. Also die nächstgrößere Box. Die größere Box. Dann lassen wir quasi die Battle Forcen plus das gegeneinander antreten. Irgendwie so. Wir schauen natürlich immer, dass wir es punktemäßig gleich machen und gucken eben mal, ob das überhaupt hinhaut, dass man Starterbox gegen Starterbox spielen kann oder auch Battleforce gegen Battleforce spielen kann, ob man das punktemäßig auch ungefähr ausgleichen kann, weil wir ja eben immer ausgeglichenes Spiel machen und werden da mal Testspiele machen. Natürlich erst, wenn sie bemalt sind. Und dann, der dritte und letzte Schritt ist dann, wenn man quasi die Starterbox hat, das alles fertig hat,
später die Battle Force dazu hat, alles fertig hat, dann werden einzelne Einheiten gezielt für die Armee dazugekauft, was man sagt, das kann man auch wirklich brauchen, um die Armee den Feinschliff zu geben. Und so, denken wir, kann man wirklich ziemlich gut ins Hobby einsteigen. Wir machen das jetzt natürlich alles in Speedpainting-Modus, das heißt, wir machen das jetzt innerhalb von ein paar Wochen, Monaten, also so schnell wie es geht. Ja. Ihr da draußen, wenn ihr wirklich Anfänger seid, ist es eben so, dass es auch vom Preis her sinnvoll ist. Ihr kauft euch wahrscheinlich die Starterbox, baut die erstmal ein paar Tage zusammen, dann malt ihr da erstmal ein paar Wochen hin, dann spielt ihr ein bisschen, dann einen Monat, zwei Monate später die Battle Force. Das heißt, so ist es preislich und von der Kohle her auch machbar, finanzierbar. Ja. Also die Boxen, Starterboxen von GW sind immer preis-leistungstechnisch ziemlich, also sehr, sehr gut. Der Inhalt ist sehr brauchbar. Ja. Also die Tyranidenbox an und für sich ist super, da ist ein lauter Zeug drin, das man alles brauchen kann. Der große ist sehr gut, Genestealer sowieso. Mhm. Ja, ob man jetzt drei Broodlords braucht, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, also zwei, wenn man jetzt auch zwei von denen Boxen kauft, ist man auch sehr gut beraten. Genau. Und das ist halt eben der Plan, dass wir sagen, wir machen das relativ zügig alles nacheinander, dass ihr natürlich das Videomaterial habt. Aber für euch zum Anfang könnt ihr das einfach in der Art und Weise aufbauen. Vermuten wir, probieren wir jetzt mal aus. Genau. Wir haben ja beide nicht mit Starterbox gestartet. Ja, was wir natürlich übersprungen haben, haben in der ganzen Reihe, wie fange ich denn an mit 40k, ist, wir haben uns praktisch die Armee schon rausgesucht. Also genau. Das ist der Schritt, den müsst ihr immer nur alleine machen. Das war wirklich so, da haben wir tagelang drüber diskutiert, was wir jetzt eigentlich machen wollen. Und da muss man natürlich schauen, wir haben uns jetzt halt auch ein bisschen von dem Blood of Baal leiten lassen, weil wir rumüberlegt haben, was wäre interessant, auf was haben wir Bock. Was gibt es noch nicht am Channel? Und tatsächlich ein riesengroßes, das waren eigentlich die obersten zwei Prioritäten. Was haben wir noch nicht viel auf dem Channel? Ich meine, Tyranniden habt ihr immer wieder mal gesehen, aber nicht von uns selber. Ja. Und was wäre auch interessant für euch? Und da bietet sich das halt mit dem Blood of Baal momentan an, dachten wir. Genau, Marines sind ja aktuell eh interessant. Wir haben noch keine wirklich alleinstehenden. Wahrscheinlich Marines sind Marines grundsätzlich eh mal interessant bei uns auf dem Kanal genau, zu sehen. Außer die Deathwatch, aber die finde ich jetzt nicht wirklich so eine richtige Marine-Armee. Genau. Und jetzt starten wir halt eben jeder mit der Starterbox und einem Codex erstmal. Was man natürlich noch unbedingt dazu braucht, was wir ja schon hatten, ist das Regelbuch, das Warhammer 40k Regelbuch. Das schadet natürlich nicht, wenn man das auch hat. Das mal kaufen. Und was wir jetzt vom Taschengelddieb auch noch bekommen haben zusätzlich, ist das neue In Nomine Imperatoris. Mit dem zusätzlichen, ist jetzt dieses Mal neu, Minitorum Feldhandbuch. Das haben sie neu auf zwei gemacht. Mhm. Das ist nicht mehr eins. Das heißt, in dem Minitorum Feldhandbuch, du hast noch gar nicht reingeschaut, gell? Und so ein Zettel. Sind die ganzen Punktkosten, die neuen Punktkosten drin. Und in Nomine Imperatoris sind neue Missionen fürs ausgeglichene Spiel, neue Spielarten und so weiter. Wir wollten eigentlich ein In Nomine Imperatoris Chapter Approved Review machen. Allerdings haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass wir es nicht machen, weil es eigentlich eine ziemlich trockene Angelegenheit ist. Ja, also wir können jetzt einfach reihenweise Tabellen mit Punkteänderungen aufzählen. Punktwerte vorlesen. Und wir haben uns beide zeitmäßig noch nicht genug damit befassen können, dass wir jetzt möglich sagen könnten, was hat sich sinnvoll am Punktes geändert, was kann man jetzt spielen, was kann man nicht mehr spielen. Und deswegen lassen wir das jetzt weg. Und hier in Nomine Imperatoris auf die ganzen neuen Missionen einzugehen, ist jetzt für uns auch nicht so sinnvoll, weil wir spielen ja nur ausgeglichene Spiele. Genau, und wenn das heißt, wir werden dir einfach mal einen Battle Report zeigen, die Missionen. Genau, mit den beiden Boxen und da spielen wir dann eine von den neuen genau. Missionen. Und die anderen Sachen, wo da drin sind, eben das erzählerische Spiel und so weiter, da haben wir ja nicht mit viel am Hut. Was ich interessant finde, was jetzt neu ist, es gibt jetzt eine Art und Weise, wie man die drei großen GW-Systeme vereinen kann. Kill Team, Warhammer 40k und das Titanicus. Mhm. Da gibt es dann so nacheinander gibt's, Regeln drin. Man macht jetzt erst zum Beispiel eine kleine Killteam-Schlacht und dann auf einmal geht es weiter und so. Das ist ganz interessant, wenn euch das interessiert. Kauft euch am liebsten beim Taschengelddieb das Chapter-Approved oder In Nomine Imperatoris. Schaut euch das an. Wir machen jetzt kein spezielles Video. Das ist jetzt wirklich nur zum Anfang, was am dringendsten benötigt ist. Seine erste kleine Starterbox-Armee. Der Codex dazu, ganz wichtig. Ich finde, der Codex ist fast noch wichtiger als das Regelbuch, tatsächlich, irgendwo inzwischen. Ja. Dann das Grundregelbuch und dann eventuell gleich noch das neue Chapter-Proof, wobei das theoretisch, wenn ihr eh bloß zu Hause mit einem Freund spielt, reicht erstmal tatsächlich das Regelbuch und der spielt nach den
alten Regeln, nicht aktualisierten Regeln. Ja, aber die Regeln sind ja immer noch, die Grundstruktur von den Regeln ist immer noch genau das Gleiche. Zu dem Thema Armeeauswahl, also es ist ja eine der häufigsten Fragen, die man so liest, wenn man durch Warhammer-Gruppen oder Tabletop-Gruppen und Foren so durchscrollt. Grundsätzlich die Frage, welche erste Armee sollt ihr nehmen? Nehmt die Armee, die euch gefällt? Geht es in einen GW-Laden oder irgendeinen anderen Laden, der das Zeug hat? Schaut es euch an und nehmt einfach die Armee, die euch gefällt, aus. Optisch. Genau. Wirklich optisch. Was sagt, die Modelle gefallen mir und hin und her. Also es gibt auch so, so Wikipedias zu 40k, da kann man ein bisschen den Hintergrund dazu lesen, wenn ihr ein bisschen was dazu gern hätt. So, was sind das denn für Typen, was machen die, was kennen die, wo kommen die her? Da kann ich da noch ein bisschen was lesen, aber ich würde jetzt da keine große Wissenschaft draus machen. Und auch nicht gleich ans Turnierspielen und Turniergewinnen denken, weil das macht es am Anfang sowieso nicht. Ihr werdet keine Turniere gleich gewinnen. Auch wenn ihr euch die beste Turnierarmee kauft, ihr werdet mit der das Turnier nicht gewinnen. Also das ist wirklich, wenn ihr nämlich eine Armee kauft, nur weil sie spielerisch rein theoretisch gut ist, die Armee euch aber nicht gefällt, die Modelle, dann werdet ihr relativ schnell die Lust daran verlieren, habt keinen Bock, die anzumalen und schmeißt sie in die Ecke und habt keine Lust mehr. Ja. Deswegen finde ich auch immer sehr stark nach Optik gehen. Man kann jetzt noch vielleicht überlegen, hätte ich gerne eine Nahkampfarmee oder eine Beschussarmee, wobei ich das am Anfang ja oft gar nicht sagen kann, was ist das überhaupt. Also ich würde wirklich, ja. Ich bin rein nach Optik gegangen. Genau. Mir haben damals die Orks am besten gefallen. Genau. Ja. Und jetzt ist halt auch so, wo ich sage, ich hatte jetzt Lust auf die Tyranniden, weil ich mich da mit der Airbrush ein bisschen austesten will. Weil ich habe ja momentan eine ziemlich große Airbrush-Reihe geplant und da jetzt auch schon eine Umfrage gemacht und habe da schon, es geht Schritt für Schritt voran und ich will da ein gutes Airbrush-Video machen. Und da sind die Tyranniden ideal, um da ein bisschen Techniken zu testen und so weiter. Was wir noch testen wollen, das erste Mal bei uns auch auf dem Kanal, ist jetzt zwar auch schon wieder ein alter Hut, aber sind die Kontrastfarben. Genau, haben wir uns extra dazu bestellt. Gerade ich will bei den Blood Angels schauen. Ich will verschiedene Sachen ausprobieren. Einmal, wie schaut ein Blood Angel Marine aus, der mit Kontrast bemalt worden ist. Ist wirklich so einfach, wie es GW anpreist. Spart Zeit. Ist ein totaler Mist. Genau, und ich möchte dazu noch testen, ob man die Kontrastfarben auch durch die Airbrush jagen kann. Als Airbrush-Farbe. Und vielleicht auch noch ein, zwei verschiedene Techniken ausprobieren, wie man jetzt so einen Blood Angel auch bemalen kann oder Tyranniden. Bei den Blood Angels, das Farbschema meist wird rot, oder? Kann man sagen? Ich schwank noch ein bisschen zwischen klassisch Blood Angel und Successor Chapter. Also es gibt ja immer bei den Space Marines praktisch die Orden der ersten Gründung, Blood Angels und so weiter. Und in der zweiten Gründung, nach der Heresie, wurden die großen Chapter ja aufgespalten in lauter kleinere. Die Flesh Terrors würden mir sehr gut gefallen, zum Beispiel vom Bemalschema. Was sind das für welche? Farbe? Die sind auch rot, ein bisschen dunkleres Rot und haben schwarze Schulterpanzer. Genau, aber sie wären definitiv rot, also ja. Soweit sind wir schon. Sie wären nicht der gelbe Orden. Nein, genau. Keine Imperial Fists. Nein, es gibt gelbe Blood Angels. Stimmt, Lamentas. Genau. Also es wird auf jeden Fall was Rotes und da werden wir eben auch diese Kontrastfarbe ein bisschen testen, eben auch durch die Airbrush sprühen und so weiter. Ja, genau, somit gibt es da... Ich werde allgemein ein bisschen so Bemalung, zwei, drei Sachen ausprobieren. Mhm. Muss ich mal schauen, wie man das herzeigt. Ja, wie gesagt, ich werde auch einiges probieren. Ich bin mir bei meinen Tyranniden immer noch nicht ganz sicher vom Farbschema her. Ich habe mir überlegt, vielleicht, was mir gut gefallen hat, schwarze Tyranniden mit gelben Akzenten. Ich würde jetzt direkt mal reinschauen, was es eigentlich so für Schwarmflotten gibt. Bei mir ist es tatsächlich so, spielerisch, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was ich spielen will als Schwarmflotte oder so. Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Ich kenne mich mit den Tyranniden überhaupt nicht aus. Aber was ich sagen kann, ich werde die einfach so bemalen, wie sie mir optisch am besten gefallen. So wie ich das immer mache. Mir ist es komplett egal, welche Schwarmflotte was kann und welche Farben die hat. Ich werde mir die anmalen, wie sie mir gefallen. So, und tatsächlich schwarz... Gelb wäre Jörmungandr. Die sind tatsächlich schwarz-gelb. Jörmungandr sind schwarz-gelb. Das heißt aber nicht, dass ich die unbedingt als Jörmungandr spielen werde. Ich werde bloß eventuell so ein Farbschema machen. Aber wie gesagt, das sehen wir schon. Wobei so weiß
Tyraniden auch geil aussehen. So eisig habe ich mir auch schon überlegt, so weiß-blau, aber da haben wir ja schon die Elder. Ja. Und sie sollen ja vom Farbschema her wieder was Neues werden. Und schwarz-gelb habe ich halt eigentlich auch noch nicht. Sowieso so Wespen, Bienenwespen. Schwarz-gelbe Wespen, ja, es schaut giftig und gefährlich aus. Mhm, genau. Ja. Und deswegen, da muss man noch gucken, welche ja, Farben. Das ist aktuell meine Überlegung, auch wenn es halt klassisch als Blood Angels spielt, dann oder mal, dann, also ich spiele es natürlich als Blood Angels, aber dann fällt mir halt die Möglichkeit weg, dass ich halt irgendwann mal sage, okay, jetzt sind es halt Red Scars. Ja. Genau, auf jeden Fall vom. Ja, ich finde es halt wichtig, dass sie einfach gefallen, das mit den Regeln und der Bemalung. Ich finde, das hat zusammen nicht viel. Das ist ein ziemlich dicker Kodex. Ja, tatsächlich. Haben wir eigentlich von dem einmal ein Review gemacht? Nö. Vielleicht kommt da nachträglich noch eins nach. Mhm. Wenn wir jetzt den Kodex schon da haben, vielleicht machen wir da ein Review dazu. Wir wollen jetzt noch nicht zu viel versprechen. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall vor, das Projekt jetzt gleich zu nutzen, um einige Airbrush-Sachen zu machen und einzufilmen, weil es ja auch jetzt eine ordentliche Airbrush-Reihe noch geben soll. Und genau, gibt es sonst noch was zu erzählen? Schreibt uns gerne alles, was ihr sehen wollt und was euch interessiert zu diesem Projekt unten in die Kommentare. Vielleicht können wir ein bisschen drauf eingehen. Wahrscheinlich auch nicht wieder nicht auf alles, aber vielleicht habt ihr eine coole Idee, die wir umsetzen können. Und momentan ist halt wirklich erstmal der Plan, jeder von uns baut seine Dinge zusammen, was halt bei mir schon geschehen ist, malt sie an und dann machen wir das erste Spiel 1 gegen 2. Was wir jetzt gleich mal nachgucken könnten, wie viele Machtpunkte denn jede von den Boxen ungefähr hat, ob man sie schon mal gegeneinander antreten lassen kann. Und das nächste ist es, wenn wir schon auf die Machtpunkte kommen, ich lese nämlich ganz oft solche Geschichten wie, wie groß muss denn meine erste Armee sein, dass ich spielen kann? Ein Modell. Theoretisch. Man kann eins gegen eins spielen. Ist natürlich ein bisschen fad, aber das ist das, warum wir jetzt auch unbedingt mit der Starterbox testen wollten und jetzt mal schauen wollen, wie ist das eigentlich, wenn man so klein spielt? Weil das wird von den Punkten, du hast das mal grob ausgerechnet, oder? 350. 350 Punkte ganz zwischen grob. Zwischen 300 und 350. Es ist ja gerade bei den Space Marines eine Sache mit der Ausrüstung. Mhm. Ich kann ja jeden wahnsinnig teuer machen. Ich kann es aber auch ohne Ausrüstung spielen. Aber ich glaube, dass es relativ gut hinkommt. Genau. Und jetzt ist es halt so, dass wir ungefähr unser erstes Spiel quasi 350 Punkte gegeneinander sind. Das ist ein sehr kleines Spiel, aber ich glaube, dass es trotzdem Spaß macht und interessant wird und lustig wird. Was auf alle Fälle gut ist an die Starterboxen, ich kann mit diesem Starter mit dieser Starterbox ein Kontingent füllen. Okay. Also ich kann meine Armee aufstellen nach dem Regelbuch. Im Regelbuch steht ja drin... A Patrol, oder halt? Genau. Was denn, wie denn eine Armee organisiert ist. Es gibt verschiedene Truppen, das eine ist eine Standardauswahl und dann gibt es Unterstützungen und Chefs gibt es und so weiter und so fort. Und das ist am Anfang, man kann einfach so spielen und das weglassen, das ist völlig egal. Aber wenn man sagt, man will es dann schon nach dem Regelbuch spielen, also das funktioniert mit jeder der Boxen wunderbar. Genau. Und was man jetzt eben machen kann, man kann so ein genanntes Patrol-Detachment spielen auf jeden Fall. Beim Patrol, also um in Schlachtordnung zu sein. In Schlachtordnung muss man sein, um beim ausgewogenen Spiel spielen zu dürfen und gewisse Sonderregeln zu bekommen. Ja. Und in Schlachtordnung ist man eben, wenn man solche Detachments spielt. In unserem Fall ist es eben ein Patrol-Detachment, das steht im Regelbuch. Da muss man eine HQ-Auswahl dabei haben und eine Standardauswahl. Ja. Der Rest ist egal. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe meinen Broodlord dabei, der ist eine HQ-Auswahl. Der kostet 8 Machtpunkte. Was ist er? Er ist ein Dingsbums. Ein Trügon oder ein Trügon? Trügon, genau. Optimus Prime. Dann habe ich als Standardtrupp meine 10 Jeans-Dealer. Die kosten 8 Machtpunkte, dann bin ich bei 16 Machtpunkten. Die Machtpunkte sind die groben Punkte, damit die Armeen ausgeglichen sind. Ja, dass jeder die gleiche Truppenstärken ungefähr hat. Deswegen kann man ganz einfach nach Machtpunkte spielen. Wir spielen ja normalerweise nach den ausgewogenen Punkten, die jetzt eben in dem Chapter Approved neu geschrieben wurden. Aber jetzt wollten wir bloß mal schauen, wie viele Machtpunkte in jeder Box sind, dass wir es mal grob gegeneinander stellen können. Ja. Und dann habe ich noch den Trügon. Was ist denn drin in deiner Box? Also ein Chef? Genau, ich habe einen, aber wie gesagt, den Broodlord für 8 Machtpunkte. Dann habe ich 10 Jeans-Dealer auch nochmal für 8 Machtpunkte. Also und jetzt 16. Mhm. Und jetzt schaue ich noch, der Trügon bin also ich noch am Suchen. 16 und 8, 24? Na, 16 insgesamt. Ach so. Und also 8, 8, 16 und der Trügon
kostet 9 Machtpunkte, das heißt 25 Machtpunkte sind bei mir in meiner Starterbox drin. Und man kann immer ungefähr rechnen, was haben wir vorhin gesagt? 20, oder ist das Ding? 25 Machtpunkte, habe ich jetzt gesagt, gell? Mhm. Und ich habe früher mal, was heißt früher, aber vor einer Zeit mal geschaut, dass man ungefähr rechnen kann, pro Machtpunkt ungefähr 20 normale Punkte. Jetzt bin ich gespannt, 25 mal 20, würde man jetzt hier auf 500 Punkte kommen. Das ist natürlich, die Machtpunkte sind immer die Einheiten voll ausgerüstet. Mhm. Also alle Waffen, alles teure Zeug, was man der Einheit geben kann, ist mehr oder weniger bei den Machtpunkten schon eingerechnet. Deswegen kommt es hoch. Also das sind meine Einheiten, 25 Machtpunkte. Was haben wir denn bei den Blood Angels drin? Nach bei den Blood Angels ist auch ein Schiff dabei, eine HQ-Auswahl. Und zwar ein Captain in Terminator-Rüstung. Mhm. Das alte Captain Kalian-Modell. Mhm. Captain in Terminator-Rüstung. Wir haben keine Kataphrakt, diese normale Terminator-Rüstung. Was du mal Captain in Terminator-Rüstung hat 7 Macht. 7 Machtpunkte, das ist auch das. Deiner war 8. Meiner war 8. Also, okay. Super, dann habe ich Standards dabei: Space Marines. Das ist ein Tactical Squad. Da hat ein Tactical Squad. Ist der dann der 5 Mann stark? Steht, ja, genau. Steht oben drin da. Genau, für 5 Mann ist er 5 Macht. Ich habe insgesamt 10 Space Marines. Also 10 Macht. 10 Macht, das heißt 17. Bei 17. Mhm. Und dann habe ich dabei ein Auto. Ein Panzer, ein Ball Predator. Also wenn ich zusammenbaue wie auf der Box, dann ist er Ball Predator. Das ist Unterstützung. Wie kann man sonst zusammenbauen? Ja, du kannst die Seitenkuppeln weglassen und nur den Turm, dann kannst du ihn als Razorback verwenden. Und ich weiß nicht, wenn oben die Türen dabei sind, dann könntest du ihn ganz ohne spielen, dann wäre er nur ein Rhino. Wären dabei, ja. Das wäre cool. Also aus dem einen Fahrzeug kann man ziemlich viel machen bei den Space Marines. Mhm. So, Ball Predator. Also so wie er auf der Box ist, Ball Predator ist nochmal 8 Macht. Genau, jetzt waren wir bei 17, 25. Ja. 10, 17, 25. Genau, wunderbar. Gehen Sie genau aus. Also 25 gegen 25 Machtpunkte. Da können wir davon ausgehen, dass in den anderen Starterboxen auch 25 Machtpunkte drin sind. Ich gehe mal ganz fest davon aus, dass sie das so einpegeln. Genau. Das von den Machtpunkten her kann man quasi Starterbox gegen Starterbox spielen und die sind relativ ausgeglichen. Wie gesagt, das Problem ist tatsächlich hierbei, dass manche Einheiten von ihren Machtpunkten oder von der Bewaffnung mehr profitieren als andere. Also ja. Bei manchen Einheiten macht es halt einfach keinen Sinn, dass die volle Bewaffnung haben und das ist dann oft ein bisschen blöd. Aber wir spielen ja dann sowieso ein ausgeglichenes Spiel nach normalen Punkten und da werden wir uns das so zusammenrechnen, dass wir beide ungefähr die gleichen Punkte spielen. Genau. Und vor allem für einfach mal ein paar Modelle haben, ein bisschen so in dieses 40k, so wie funktioniert das mit den Gussrahmen, wo finde ich die Teile, mit der Anleitung, wo steht es, wie geht es, rauszwicken, zusammenkleben. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach doch mal rein, am besten in deine Box, weil meine ist schon total ausgefieselt. Ich habe alles zusammengebaut, bei dir ist bloß der Panzer noch nicht. Legen wir das mal hin, weil sonst schmeißt man das bestimmt ja alles runter. Und dann machen wir mal die Blood Angels Box auf. Muss ich dazu sagen, da sind eh mehr Gussrahmen drin, wie bei den Tyranniden. Was? Also, was ist drin in der Box, wenn man sich so eine Starterbox kauft und mit Warhammer anfangen will? Überraschenderweise ist in der Box eine Box. So. Was jetzt auch normalerweise nicht so sein sollte, ich habe die Anleitung schon oben drauf, weil ich ja vorhin schon angefangen habe mit dem Ball-Predator. Die liegt immer ganz unten, deswegen stellen wir die auch ganz unten vor. Genau. Wir haben Gussrahmen. Gussrahmen sieht so aus, das ist so ein Plastikrahmen, da sind lauter Teile drin, hier ist schon was rausgetrennt. Genau, der war da so drin. Wie gesagt, da kommt auch ein kleines Video dazu, vielleicht, wie man da so ein ganz grob das sind praktisch die Reste vom Auto und der ganze Rahmen bleibt übrig. Mhm. Aus dem kann man entweder wegschmeißen oder noch manchmal auch Sachen bauen. Genau. Das gehört auch noch zum Auto. Das sind oben die Waffen, so sieht das aus. Hier ist eine Waffe und hier. Und dann muss man das alles rauszwicken. Hier auf dem Gussrahmen sind kleine Nummern. Genau, die sind dann in der Anleitung. Hier ist die Zusammenbauanleitung. Bei dem nicht. Normal, schaut da mal um. Hat der keine? Der hat keine Nummer. Ist das noch alter? Oder was? Da okay. Sind welche drauf. Dann geht es bei dem nur nach Bild. Die neuen Gussrahmen. So, das ist das Fahrzeug. Das Fahrzeug besteht aus 3 Gussrahmen. Mhm. So.
Und hier ganz zum Schluss haben wir eben die Zusammenbauanleitung. Da steht genau, was man wie zusammenkleben muss. Ziemlich simpel. Genau. Hier ist zum Beispiel der Chef. Das ist so ein kleiner Gussrahmen. Das ist der Terminator-Kapner. Und hier sind neben den Teilen kleine Nummern in dem Gussrahmen drin. Und in der Anleitung steht immer eine kleine Nummer, zum Beispiel, also ein Bild von dem Teil. Jetzt sieht man es sogar ein bisschen hier auf der Seite. Wir sind ja immerhin auf 4K, da kann man es schon vielleicht sehen. Das ist eben so ein Modell. So, und damit man das Modell rauskriegt, sage ich gleich noch zwei Sachen dazu, was wir noch brauchen, oder drei Sachen. Man braucht eine kleine Zwicki-Zange zum Rauszwicken. Seht ihr auch in einem anderen Video, da vielleicht blende ich sie ein. Und was immer wichtig ist, ein kleines Bastelskalpell zum Schneiden. Und zum Zusammenkleben braucht man noch Bastelkleber. Ich nehme da gerne den Rivell-Kleber her. Oder auch, da gibt es so kleine Klebegel-Tuben, die kaufe ich mir bei Obi. Und das braucht man zum Basteln erstmal. Mhm. Zum Bemalen braucht man natürlich verschiedene Pinsel und Farben und dann eventuell auch eine Airbrush. Braucht man nicht, kann man, ist erweitert. Aber wichtig ist wirklich, eine Zwicki-Zange und ein Messer braucht man unbedingt. Und rein theoretisch kann man natürlich, wenn die Armeen dann so wie der hier aussehen, wenn der zusammengebaut ist, den muss man nicht unbedingt anmalen, man kann auch so schon gegeneinander kämpfen und spielen. Ja. Wenn es einem nur um Spielen geht. Es ist natürlich immer nicht so schön, so ein graues Modell, aber... Man kann es zumindest grundieren. Man kann zumindest, man muss nicht, also wenn es rein ums Spiel geht, reicht es, wenn man die so zusammenklebt und dann könnte man zum Beispiel gegeneinander spielen. Hier sind zum Beispiel die 10 Space Marines, das sind insgesamt 3 Gussraumen, also das sind ja 2. Kann man so auseinander machen, 1, 2, 3. Und was ich ganz cool finde, hier bei den Blood Angels zum Beispiel, die haben ja die Space Marines so diese Schulterpanzer, da sind so extra Blood Angels Schulterpanzer dabei modellierte, das finde ich ganz schön. Und auch Rückenmodule, das ist ganz cool. Genau. Genau, was ist noch dabei? Basis, die Bases, wo die Space Marines draufstehen. Genau, sonst fallen sie um. Und Anleitungen, mehr Anleitungen, genau. Bastelanleitungen. Und Decals, Abziehbilder. Die Transfersheets, die kein Mensch braucht. Also ich benutze das. Wenige nehmen das her. Vielleicht, man kann es hernehmen, aber ich habe es schon lange nicht mehr benutzt. Es, vielleicht probiere ich es mit der neuen Armee mal wieder aus. Ich muss zugeben, seit meiner allerersten Armee habe ich mir gedacht, so ein Mist, das mache ich nie wieder. Ja, es gibt aber da auch spezielle Flüssigkeiten und Sachen, um das besser aufzutragen und so bestimmte Tricks. Vielleicht kann man da auch mal ein Tutorial dazu machen. Vielleicht. Wobei es aber schwierig ist, weil wir halt einfach beide keine Erfahrung haben. Das heißt, wir müssen es selber erst wieder üben und testen. Und wenn es funktioniert, dann können wir vielleicht ein Video dazu machen. Vielleicht mache ich ein Video, wie es geil falsch macht. Ja, ich bin gespannt, ob du überhaupt ein Video machst. Ja. Schauen wir mal, wie wir dazu kommen. Ja, aber genau, das ist so in der Box im Großen und Ganzen. Das kann man jetzt alles eben die Einzelteile hier rausschneiden, raustrennen und dann wird das alles zusammengeklebt und dann werden das halt zum Schluss solche Modelle. Und dann, ziemlich wenn diese Schachtel leer ist, kann man auch, wenn man die Armee transportiert, seine Modelle in die Schachtel tun. Ein bisschen Knusperfolie und dann habe ich eine Armee-Transportbox. Na, man muss sich da schon eine richtige Armee-Box kaufen. Ja, sehr cool. Ich finde die voll geil. Und das wird halt jetzt unsere Reihe. Wie starten wir jetzt mit 40k? Inklusive kleinen Battle Reports, vielleicht kleinen Bemal-Tutorials, kleinen Sachen, kleinen Listen. Ja, wobei Listen... Das ist die Liste. fällt dir noch was ein dazu? Zum Chapter Proof sagen wir jetzt wirklich gar nichts dazu. Es ist einfach, wie es ist. Es gibt Punkteänderungen für die fortgeschrittenen Spieler. Ich freue mich sehr drauf. Ich finde es echt cool. Ich finde, so ein neuer Projektstart ist immer was Schönes. Genau. Begleitet uns. Holt euch gleich noch jetzt vor Weihnachten eine Starterbox beim Taschengelddieb. Baut mit. Wer ist schneller? Gucken wir mal, wie schnell postet eure Bilder. Ich weiß gar nicht, kann man bei mir auf meiner Table & Beyond Facebook-Seite Bilder reinposten als Fremder? Weiß ich nicht. Müssen wir mal so eine Table & Beyond Gruppe machen? Vielleicht. Aber dann muss ich einen Gruppenadmin machen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber ihr könnt, wenn ihr auch so eine Box jetzt startet, über meine E-Mail-Adresse Fotos schicken. Und wenn ihr wollt, schreibt ihr das explizit dazu. Dann können wir die auch in den Videos zeigen, euren Fortschritt. Vielleicht können wir da auch so kleine Videos machen. Ja, klar, wieso nicht? Macht ihr mit uns mit, ihr kauft euch jetzt auch so eine Starterbox, baut die zusammen, bemalt die.
Aber schickt uns keine Fotos von euren gerade zusammengebauten Modellen. Das ist langweilig. Also wirklich erst, wenn sie bemalt werden. Außer ihr macht geile Umbauten irgendwie. Aber eigentlich von euren bemalten Modellen. Wenn ihr Modelle fertig bemalt habt, könnt ihr uns unten bei der E-Mail-Adresse tableandbeyond@gmx.de, die steht auch im Impressum unten drin und so weiter, könnt ihr uns gerne ein Foto schicken. Wenn ihr wollt, schreibt es dazu. Dann können wir die vielleicht irgendwo auch mal zeigen, Fortschritte zeigen und so weiter. Schreibt uns in die Videobeschreibung unten, ganz wichtig, in die Kommentare, was ihr euch von dieser Reihe vielleicht erwünscht, erwartet, erhofft. Wir können natürlich nicht immer allen Wünschen nachgehen. Wir tun, was wir können. Und somit war es das mit unserer ersten Folge, oder? Wie starte ich mit Warhammer 40k? Am besten mit Table and Beyond und den geilen Starterboxen vom Taschengeldieb. Und yeah, yeah, yeah. 100 Zeichen habe ich frei. Dann war's das, oder? Ja. Sind wir raus. Danke fürs Zusehen. Kommentare, liken, teilen. Schickt es allen Anfängern, die ihr kennt, die Fragen haben. Schickt uns eure Fragen. Und lasst ein Abo da. 60% der Zuschauer sind keine Abonnenten des Kanals. Das ist schlecht für uns. Und kauft beim Taschengeldtipp. Das ist ganz wichtig, weil nur so, wenn viel beim Taschengeldtipp gekauft wird, über unseren Link, können wir auch solche Videos wieder machen. Servus. Du willst Table and Beyond unterstützen? Das kannst du tun. Lass mir auf jeden Fall ein Like da. Geh auf die Videobeschreibung und drück auf den Link vom Taschengeldieb. Wenn du jetzt hier im Onlineshop des Taschengeldieb einkaufst, unterstützt du den Kanal mit einer kleinen Provision. Du zahlst aber keinen Cent mehr. Der Taschengeldieb hat Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40.000, Lego, Star Wars Legion, Star Wars X-Wing, Bolt Action, Magic the Gathering, Vallejo und Citadel und noch vieles, vieles mehr in seinem Sortiment. Also, kauf bei Taschengeldieb, unterstützt somit Table and Beyond. Dankeschön.